Ja, in Israel, da flüchten momentan sehr viele Österreicher vor dem Krieg. Es sind schreckliche Szenen, die man im Fernsehen sieht, was sich da tut oder getan hat. Jetzt warten natürlich alle Israelis darauf, wie die nächsten Schritte des Militärs bzw. der Regierung sind. Ich bin hier in Tel Aviv und jetzt hat es gerade vor wenigen Minuten hier auch einen Raketenalarm gegeben. Was haben wir gemacht? Wir sind sofort ins Stiegenhaus Richtung Keller gerannt und haben uns dort versteckt, abgewartet. Dort waren auch Mütter mit kleinen Kindern. Und nachdem der Raketenalarm dann vorüber ist, sind wir wieder raufgegangen. Denn ich bin hier bei Stefan Macher. Er hat hier ein Wiener Kaffeehaus aufgemacht vor vielen Jahren. Da gibt es guten österreichischen Kaffee und auch gute Sachertorte Ja. und natürlich auch den Apfelstrudel, den ich sicherlich noch probieren werde. Stefan, wie ist momentan die Lage hier deiner Meinung nach in Israel? Wie geht's dazu? Also, es ist Krieg. Also man muss sagen, die Leute sind sehr verhalten, gehen nicht auf die Straße, machen sich extreme Sorgen, vor allem mit kleinen Kindern. Diese Raketenalarme, die wir jetzt wieder erlebt haben heute. Also du bist auf der Straße, schaust, in welches Haus musst du dich hier flüchten, wo musst du dich schützen, weil es ist nicht nur die Rakete, sondern es können auch die Teile, die Trümmer auf dich fallen und dich töten. Das hatten wir schon einmal in einem anderen Krieg im Garten. Es ist einfach eine sehr harte Situation, die man wirklich kaum beschreiben kann. Du hast hier dieses Kaffeehaus, das sehr bekannt ist in der Austrian Ja. Community. Wie geht's dir? Du reist nicht ab. Alle oder sehr viele Österreicher flüchten, sind am Flughafen gewesen. Ich habe sehr viele gesehen, die gesagt haben, wir wollen weg, 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 aber du bleibst hier. Warum? Schau, ich kann verstehen, dass die Leute Angst haben und viele das den Druck nicht durchhalten und sagen, ich fahre jetzt einmal lieber in das sichere Österreich und schaue mir das von der Ferne an. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich bin seit 12 Jahren hier, mein Leben ist hier, wir haben uns hier etwas aufgebaut. Meine Frau ist Israelin, drei große Kinder. Jede von den Kindern war in der Armee, hat Freunde, die jetzt Reservisten sind, sind eingezogen und in sehr gefährlichen Positionen. Wir machen uns alle Sorgen. Also wir kennen Leute, die gestorben sind, die verletzt wurden. Du gehst jetzt nicht einfach weg. Du bleibst da, du sorgst dich. Wir haben heute Cookies gebacken mit den Kindern, haben sie jetzt verteilt zu Familien, die jetzt nicht mehr in der Nähe von Gaza leben, sondern sind jetzt geflüchtet, dass die etwas, wenigstens etwas Süßes zum Essen haben in dieser harten Zeit. Wir haben einen Sammelpunkt gegründet hier. Man kann hier Dinge abgeben, Socken, Unterwäsche, Zahnbürsten, Tabletten, alles Mögliche, was Leute brauchen, die vertrieben wurden oder für die Soldaten, die jetzt eingerückt sind, sind 300.000 Reservisten eingezogen worden. Wir haben hier zwei Mitarbeiter, die jetzt an der Grenze sind, um die wir uns Sorgen machen. Warum soll ich jetzt weg? Ich meine, ich verlasse das Land jetzt nicht und ich bin im Kontakt mit der Botschaft. Die rufen mich jeden Tag an, ganz toll, was die wirklich leisten und fragen mich jedes Mal, möchtest du gehen? Aber also noch sind wir hier und ich hoffe, ja, wir bleiben hier. Du hast sehr enge Kontakte zur Austrian Community, zu den Österreichern. Wie geht es denen damit? Was sagen die? Die sprechen ja viel mit dir in einem Kaffeehaus. Das ist ja so ein Kommunikationspunkt. Also die Politik, das ist, so, ist immer sehr schwierig, aber ich glaube, was wir für schreckliche Bilder jetzt gesehen haben und darüber reden wir, also man kann das gar nicht verkraften eigentlich, man soll sich es gar nicht mehr anschauen, wirklich, weil es ist unbeschreiblich. Also wir reden viel über den Terrorismus, mit dem wir jeden Tag leben. In Tel Aviv gibt es, ich meine, alle paar Monate mal einen Terroranschlag, damit leben wir. Aber jetzt diese schrecklichen Bilder, wie brutal diese Kinder abgeschlachtet wurden, die Vergewaltigungen und dann getötet vor den Augen der Mutter. Also und, und. Also das ist natürlich ein Thema. Wir reden viel darüber und das wird jetzt, ich glaube, dass solche Dinge kann man einfach gar nicht mehr überwinden. Aber das sind Themen, die wir ständig thematisieren, ja. Wie glaubst du, wird es hier in Israel bzw. im Gazastreifen weitergehen? Was wird da demnächst passieren? Alle sagen, es wird eine Offensive seitens der Israelis geben. Was hast du gehört? Was vermutest du, wie es da jetzt weitergeht?
Also ich meine, ich bin ein friedliebender Mensch. Also ich lebe hier, ich sehe, wie schön das Leben hier sein kann, die Familien, die Tiere. Und das, ich wünsche es mir, dass das ein baldiges Ende findet. Aber ich glaube, ich bin dieses Mal sehr pessimistisch, dass das nach diesen grauenhaften Bildern, wie Hamas sich zu ISIS entwickelt hat, passieren kann. Weil wir hatten schon vorher Kriege und es gab nur einen Luftkrieg. Und jetzt, ich meine, man hört es, also jeder sagt davon, die Soldaten werden Gaza einmarschieren. Das ist natürlich mit hohen Verlusten auf beiden Seiten zu befürchten und das eigentlich wünscht sich keiner, also wirklich nicht. Aber ich sehe es jetzt eher so in der Richtung, ja. Das wird noch einige Wochen oder vielleicht sogar Monate dauern. Was erhoffst du dir für Israel, beziehungsweise auch für Gaza? Also ich erhoffe mir erstens einmal für die ganze Welt Frieden, weil es gibt ja, du warst vorhin in der Ukraine, es passiert ja so viel auf der Welt, es ist nicht nur Israel. Ich erhoffe mir Frieden, das ja, und ich erhoffe mir, dass die Welt jetzt nicht mehr wegschaut und Gaza einfach, dass man da das Thema angehen muss. Man kann nicht eine Terrororganisation von 2007 unterstützen mit Geld und anstatt, dass sie Kindergärten bauen und das Industrie aufbauen, dass die Leute dort einen Wohlstand haben, dass sie das Geld verwenden, um nur ihr Waffenarsenal auszubauen, die Leute zu ermorden, die Leute zu unterdrücken. Die haben dort nichts zu verlieren. Also ich wünsche es mir, dass es einmal ein zweites, zweigeteiltes Land gibt und jeder in Wohlstand und Frieden leben kann. Ich meine, in Österreich, jeder hat eine Wohnung, ein Haus, einen Job, gesunde Kinder und möchte in Frieden leben und auch leben lassen. Und das wünsche ich mir, dass niemand mehr in Hass Angst haben muss, dass im nächsten Gebäude sich jemand versteckt und dann ein Attentat verübt. Ja. Schöne Schlussworte, Stefan. Danke vielmals. Ja, hier Aktuelles aus Tel Aviv, aus Israel mit Stefan Macher, einem Kaffeehausbesitzer, der eben hier sein Glück, seine Frau, seine Liebe gefunden hat und jetzt natürlich auch im Land verweilt.